Ich habe früher tatsächlich ziemlich viel Gangster-Rap gehört, wie alle Jungs, die auf dem Dorf groß geworden sind. Aber Musik, die uns aus der Seele spricht. Das war so die Zeit, wo Gangster-Rap in Deutschland überhaupt angefangen hat. Und all meine Freunde haben auch sofort angefangen zu rappen. Und ich erinnere mich noch an eine einzige Zeile von einem Kumpel von mir. Und zwar hat er gerappt: Kommst du in den Club und keiner guckt auf dich, komm ich in den Club und alle schauen auf mich. Und ich finde, man braucht ein besonderes Gefühl für die deutsche Sprache, um dich auf mich und Club auf Club zu machen. Aber die viel wichtigere Frage ist, Stefan, du bist 9. Welchen Club meinst du? Den Tiger im Club?